Ja, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ganz exklusiv das Lidl Feuerwerksprospekt 2019-2020. Und heute mit dabei nicht ganz alleine, sondern mit dem TFF Nummer 2 und TFF Nummer 1. Jawohl. Genau, Leute. Ja, Mann. Genau. Perfekt. Wollen wir mal gleich starten. Auf der ersten Seite gibt es das Arena of Rockets. Habt ihr auch schon getestet? Jawohl, ja. Könnt ihr das empfehlen? Kann man machen, ja. 20 Raketen für 20 Euro, das geht klar, ja. Also 1 Euro pro Rakete kann man schon mal machen. So, es geht weiter. Eine Neuheit. Das Kugelbomben- und Raketensortiment Rocket Clash. Ja, es sind halt, besonderes ist halt, es sind Kugelbomben-Raketen dabei in 4 Farben, auch Smiley-Raketen. Und wir konnten die Raketen ja jetzt live schon sehen beim Vorschießen, auch sehr, sehr interessant. Dann eine weitere Neuheit, die Daredevil. Was meint ihr dazu, zu der Batterie Daredevil? Also Neuheit würde ich jetzt nicht sagen, weil ich glaube, die gab es letztes Jahr schon. Ach, aber, stimmt, okay. Aber sie ist hier halt als Neuheit ausgezeichnet. Hast du so eine Erinnerung? Ich muss jetzt sagen, ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich weiß es auch nicht. Okay, gut. Ich glaube, vom Kaliber her ist sie ganz gut. Ja. Ich denke, da ist was zu erwarten. Okay. 31 Schuss, 14,90 ist auch ein recht guter Preis. Machen wir weiter. Jetzt eine richtige Neuheit, die Celebration 104 Schuss XXL Feuertopf Fächerbatterie. Ja, muss ich leider sagen, das hat mir gar nicht gefallen. Ich fand es auch nicht gut. War relativ kurz und Feuertopf, gut, ist Geschmackssache. Okay. Wie fandest du den? Ich muss ehrlich sagen, ich habe sie jetzt nicht mehr so in Erinnerung. Nächste Neuheit, die Finger. Goldfinger, genau. Die XXL Gold Glitter Fächerbatterie, die fand ich sehr, sehr gut, muss ich sagen. 21 Schuss, 16,90, die kann man durchaus mitnehmen. Jawohl. Dann haben wir hier noch ein paar Verbünde. Showmaster, eine Wirbelbatterie. Ah ja, Stormy Flash. Die fand ich jetzt richtig mega. Jawohl, die fand ich auch gut. Das ist schön, dass Lidl sowas in sein Sortiment aufgenommen hat. Also war sehr gut. Also die werde ich mir auf jeden Fall 3-4 Mal einpacken. Aber hier wieder zu beachten, nur in ausgewählten Filialen. Das heißt halt, bei Lidl ist es regional und nicht überall erhältlich. Dann haben wir hier die Pretty Heaven. Das ist auch eine Neuheit, auch wie die Stormy Flash mit 13 Schuss. Hat mir auch extrem gut gefallen. Ja, fettes Kaliber auch, ja. Und ein extrem edles Gold und vor allem anderes. Ganz anderes Gold mal. Ja. Ja. Was sagst du dazu? Auch super. Also mir hat die sogar noch ein bisschen besser gefallen wie die Stormy Flash. Okay. Aber generell beide geil, auf jeden Fall. Okay. Also ihr habt es gehört, auch vom TFF-Team eine klare Kaufempfehlung. Stormy Flash und auch Pretty Heaven. Jetzt haben wir hier Pyrospektakel Deluxe. Und zwar könnt ihr hier euch online registrieren und einen besonderen Verbund euch sichern. Die gibt es also nicht in den Lidl-Filialen. Ja, ja, habe ich so verstanden? Die muss man reservieren online und dann kann man sie in der Filiale abholen und bezahlen. So habe ich das auch verstanden. Ne? Genau, also über einen Link, Online-Link, ordern und dann an einem bestimmten Tag abholen. Genau. Da gibt es auch noch einen großen Verbund, Batterie Legend. Auch nicht schlecht. Ist halt Verbundfeuerwerk. Eine hohe Schussanzahl, aber auch natürlich ein etwas höherer Preis. Ist Geschmackssache. Also ich denke, ich würde mir sowas nicht kaufen. Aber für jemanden, der jetzt nur einmal anzünden will an Silvester, für den ist das perfekt. Genau, so sehe ich das auch. Wobei mir jetzt ein Verbund besonders herausgestochen hat, besonders gut gefallen hat, zum Beispiel die Mastermind. Ja, also die Mastermind-Batterie ist wirklich sehr, sehr gut. Hat mir beim Vorschießen wirklich super gefallen, werde ich mir wahrscheinlich einmal ordern. Ja, noch Batterie gibt es auch noch, den Survivor oder Colossus, also auch schöne Verbünde, die man sich online reservieren kann und dann in der Filiale abholt. Es geht weiter wieder mit Raketensortiment, ihr seid ja Spezialisten. Raketen, ja genau, also Raketen haben wir gern. Und Arena of Rockets habt ihr bestimmt auch schon getestet. Auf jeden Fall.
Ist zwar, die Köpfe sind relativ schwer, deshalb steigen sie nicht so hoch, aber vom Effekt her immer ganz lustig. Ordentlich. Ja. Vor allem, wenn sie dann so tief explodieren, dann ist es auf jeden Fall ordentlich. Genau, und wenn sie so tief explodieren, das ist der Weg. Ich bin leid, dass ich euch stören muss, aber alle Taxis sind jetzt da. Panorama-Effekt. Ja, okay. Gut. Jetzt haben wir hier noch die Goldraketen, auch wirklich sehr, sehr schön. 8,99 €. Können wir das noch zu Ende machen oder nicht? Na klar. Ja, wie lange brauchen wir noch? Vielleicht 3 Minuten oder so. Ja, okay. Okay, perfekt, danke. Also, wir haben hier zum Beispiel noch dieses Goldraketensortiment, 8,99 €. Wirklich auch sehr, sehr schön, oder? Ja, aber sagt ihr, ja? Die Goldraketen kann man auch immer machen. Kann man auch nehmen. Richtig dicke Zerleger, ordentliche Teile. Ja, und ein Klassiker, die Highspeed Bombs, auch mein Favorit, auch mit ordentlichen Zerlegern. Und ja, man kann einfach nichts sagen. 8 Raketen, 9,99 € ist wirklich ein super Preis für diese Raketen. Könnt ihr euch ruhig mal gönnen, auch eine Kaufempfehlung von mir. Dann World Champion. Raketensortimente testet ihr auch ganz gerne, diese Das hat Leucht- man noch nicht. Das hat ihr noch nicht? Nein, nein, das müssen wir noch holen. Okay, Jahr. Dann dieses Jahr, also ja. TFF, Test World Videos Champion, geht ab. Okay, die Sky Bombs. Ja. Für 4,44 €. Die sind sogar, glaube ich, Sky Shots. Die sind sogar, glaube ich, günstiger geworden, oder? Okay, ja. Okay. Entweder. Ich hatte. 4,99 € haben die, glaube ich, gekostet. Ich hatte Sky Bombs hochgeladen. Sky Bombs sind aber die gleichen, sind nur anders sortiert. Ja. Deswegen hat mich das irritiert. Okay, genau. Deswegen. Ja, auch sehr, sehr schön. Bombenrohre, Einzelschuss, dann auch Javels of the Sky, ein schönes Leuchtfeuerwerksortiment, 17,90 €. Die Elysium, auch sehr, sehr schöne, kleine, günstige Batterie. Und ja, gehen wir mal zur nächsten Seite. Hier auch wieder Verbundfeuerwerk. Ja, habe ich ja schon einiges gesagt zu Verbundfeuerwerk. Das sind also hier noch keine Neuheiten, deswegen gehen wir gleich mal weiter. Aber hier, die Black Ice, ein Klassiker. Jawohl, die kann man eigentlich auch immer machen, 16,99 € sauber, 47 Schuss. Und ja, 16,99 € einfach wirklich auch ein Top-Ding. Dann die Power-Up, eine Neuheit vom letzten Jahr. Habt ihr ja schon gesehen, das Video. Ja, wirklich richtig gute Zerleger. Und ein sehr, sehr edler Effekt. Klassiker Hellboy kennt bestimmt jeder. 4,44 €. Das ist preis-leistungsmäßig. Ist es einfach richtig geil. Ja. Und die Unforgettable von letzten Jahr, 24,99 €. Finde ich persönlich sehr, sehr schöne Multi-Effekt-Batterie. Ist einfach krass. Man hat einfach hier alles dabei. Und kann ich euch nur empfehlen. Dann geht's weiter. Ein Mega-Klassiker, die Beastmaster. Sagt mal kurz zur Beastmaster irgendwas. Ja, eigentlich ja, kann man dazu nichts sagen. Einfach ein fettes Teil. Okay, ist einfach ein fettes. Für 12,99 €, ja. Wo kriegt man sonst noch so ein Kaliber? Genau, ein zweistufiger Effekt. Ja. Crackling-Feuertopf unten und richtig fette Bouquets mit kräftigen Zerlegern. Double Flash, auch mega gut. Auch mega gut, kann ich euch nur empfehlen. Und ja, die Dr. Jekyll und Mr. Hyde, zwei Neuheiten aus letztem Jahr. Mr. Hyde, mega fett. Ja, hatte ich auch gehabt und getestet, wirklich richtig gut, ist auch mein Favorit. Dann gehen wir hier weiter, das sind einfach, die überspringen wir mal. Happy Sky, das sind so Klassiker, oder die Wildstorm, gab es eine Neuheit, ist eine Neuheit vom letzten Jahr. Die Powerbox. Powerbox, muss ich einfach immer fette wieder Zerleger. Bestellen. Muss ich, ja, fette Zolle. Ja. Für 4,99 € wirklich, also für das Warmschießen, Anballern, ja. Ich weiß nicht, wie man es nennen soll, aber... kann man sich wirklich mitnehmen. Und auch natürlich die schönen, günstigen, recht günstigen Raketen. Für 2,99 € mega. Ja, also ist kann es man wirklich machen, richtig gut. Sogar mit Zerleger, keine Schütteffekte. Und ein schöner Aufstieg. Genau, super schöner Aufstieg. Also dann haben wir noch die Highlander-Batterie. Ja, die lassen wir jetzt mal weg. Die Discovery, auch ein Klassiker, wirklich sehr, sehr schön. Auch sehr. Preis-Leistungs-Verhältnis mega. Ja. Ja. Und Uranus ist halt ein Klassiker mit Pfeifern und genau, wie Ocean of Lights. Kann man eigentlich immer mal zünden, wirklich tolle Teile. Auch die Supervulkane 8,99 €, sehr, sehr schön. Nicht zu vergessen, den Einhornpups natürlich für die Damen oder den Feuerwerksliebhabern. Wirklich mega spitze. Und dann kommen wir auch schon zur vorletzten, ist noch nicht die vorletzte Seite. Ja, hier Casino Royale, Queen of the Nights. Ja, müssen wir nicht so sagen. Ja, müssen wir nicht so sagen. Ist halt ein exklusiver. Spezieller Artikel, würde ich mal sagen. Painted Sky, auch sehr, sehr schön. Ja. War heute irgendwie beim Vorschießen wieder sehr, sehr gut. Firefighter, ein Klassiker, wieder 8,99 €. Ja. Muss man nicht. Muss man nicht, ja. Bombette, habe ich ja erst in der Böller-Tour hochgeladen.
ist ein schönes Sortiment, tolle Artikel dabei, eine gute Mischung, auch Böller, Knallketten, alles dabei. Dann die Laser, dann die Yin Yang, auch Klassiker. So, und jetzt, Leute, kommen wir schon zur vorletzten Seite. Brauchen wir eigentlich nichts sagen, oder? Ja. Bisschen Kinderkram, bisschen für die Kleinen hier so Tischbombetten. Hier Flashbangs auf jeden Fall immer empfehlen. Ah ja, genau. Genau, super. Wie die Kubis kann man auch immer einpacken. Genau, die Kubis kann man sowieso immer einpacken. Wirklich sehr, sehr gut. Und ja, Lord of Whistle für die Liebhaber der Five-Batterien. Ja, auch ein Muss. Mag ich gar nicht. Das ist Geschmackssache. Gar nicht? Nein, gibt's doch nicht. Keine Pfeifer. TFF, keine Pfeifer. Ich hasse okay. Pfeifer. Dann lieber Raketen und Raketensortimente. Ja, Raketen okay. Okay, super. Ja, und natürlich hier Knallersortiment, Krache-Inferno. Inferno geht auch. Wirklich, geht immer gut. Sehr, sehr gute Knaller. Und Leute, jetzt sind wir schon am Ende. Fire Fantasy. Fire Fantasy. Das ist ein mega Klassiker. 7,77 Euro ist einfach... Ja, das ist ein... Preis-Leistungssieger. Ist wirklich top. Krass. Ja. Alligator, Geschmackssache. Geschmackssache, wirklich. Trotzdem Klassiker. Aber Leuchtspektakel. Leuchtspektakel. Ist immer wieder gut für 3,99 neuen Teile. Kann man wirklich minutenlang zünden. Ich hoffe, euch hat das Video jetzt gefallen. Über 10 Minuten mit dem TFF-Team. Nochmal, genau. Ja, Mann. Genau. Und ich danke euch fürs Zuschauen und lasst einfach einen Kommentar oder ein Like da. Haut rein, Leute. Haut rein, Leute. Genau. Tschö.